Glückwunsch, du hast es geschafft. Du selbst hast das Spiel zwar nun gemeistert, aber vergiss nicht, dass deine Freunde ebenfalls daran teilnehmen können. Ach ja, wusstest du das überhaupt? Sobald einer deiner Freunde die Mindestleistung erzielt, gilt das Spiel auch für dich als gemeistert. Das ist eben wahre Freundschaft. Oh, hier, das ist für dich. Damit haben wir schon den ersten Prismensplitter erhalten. Hübsch, nicht wahr? Dieser Splitter fiel vom Himmel, während ich hier beim Spiel nach dem Rechten sah. Dann erschien mir Miu in einem Traum und bat mich darum, ihn demjenigen zu übergeben, der als erster das Spiel meistert. Das bedeutet, er gehört jetzt dir. Wir sammeln jetzt dein Freund. Hey, ihr da. Habt ihr etwa an diesem Spiel teilgenommen? Nein, haben wir nicht. Das sah nur so aus. Ihr wisst doch, dass es diese Zone strengstens verboten ist, an den Spielen teilzunehmen. Das war's. Du kommst jetzt sofort mit mir zu Pisa Flor. Was? Warum denn ich? Nein, lass mich in Ruhe. Entführen die einfach meine Freunde. Also ich bin jetzt nicht Mario, ne? Das ist nicht Peach, aber... Ich bin Pikachu, das ist meine Livie. Oh nein, das ist ja schrecklich. Ist das etwa meine Schuld, weil ich dich dazu verführt habe, an diesem Spiel teilzunehmen natürlich? Zwinker, zwinker. Oh, bitte. Du musst den Divi retten. Ja, du musst sie einfach retten. Mankey sagte, er würde sie zu Pisa Flor bringen, nicht wahr? Er hält sich hinter dem Tor auf, der anderen Seite des Flusses auf. Okay, danke. Das heißt jetzt, wir sollen wahrscheinlich durchpreschen. Und wir kommen nicht über den... Dings. Du hast trotz des Verbots an jedem Spiel teilgenommen und es sogar gemeistert. Du bist mir fast schon ein bisschen unheimlich. Wie? Du willst wissen, wo Endivia ist? Bei dieser Floor auf der anderen Seite dieser Brücke natürlich. Wo sonst? Na gut. Sollte Cellast es schaffen, beim Schüttelsprint eine besonders gute Leistung, mit anderen Worten also die Bonusleistung zu erzielen, dann lasse ich dich über die Brücke. Aber ein fußvolles Pokémon wie er schafft das ohnehin nicht. Ach was, unterschätze nicht mein Bisa, meine Freunde. Genau, wir können jetzt mehrere Dinge machen. Hoppala. Erstmal um diese Kiste rumrennen und dann erst dagegen. Genau, und wir haben hier dieses Holz, was wir jetzt immer noch nicht brauchen, deswegen lasse ich es erstmal liegen. Denn wir haben hier unseren freundlichen Freund, Bibiza. Was soll ich nur tun? Ich kann meine Freunde nicht zu mir rufen, weil Pisa Flors Schergen die andere Seite der Brücke überwachen. Dieses Verbot, Fremde nicht in die Zone zu lassen, ist einfach viel zu streng. Okay. Wir müssen also erstmal ein bisschen in der Story weiter voranschreiten, wenn ich mich richtig erinnere. Dann werden wir wahrscheinlich einiges nachholen. Okay, das ist auch Holz. Na gut, dann auf zu Cellast. Cellast, ich muss dich um was bitten. Ist auch Holz? Ja, ist auch Holz. Okay, dann Cellast, ich komme, mein alter Freund. Okay, wir kennen uns seit 5 Minuten oder so, aber Cellast, mein alter Freund. Muss mir Gefallen tun. Hallo. Was geht? Cellast. Du möchtest... Dass ich für dich an Bisasams Spiel teilnehme? Nie. Was? Ich würde dir damit helfen, eine Freundin zu retten? Na gut, ich verstehe. Wenn du es schaffst, mich zu fangen, erkläre ich mich dazu bereit, für dich am Schüttelsprint teilzunehmen. Willst du mit mir fangen spielen? Na, natürlich, mein Freund. Alles klar, dann kann's ja losgehen. Wir müssen warten, ja, bis der Timer runterläuft. So. Aber Cellast ist zum Glück nicht so schnell, das heißt, das ist gar kein Problem, den kleinen Fratzi zu fangen. Und... Ja, ist gut, Hundi. Uff, ich bin meterweit durch die Luft gesegelt und immer noch total wackelig auf den Beinen. Genauso ausgelassen muss es bei unseren Spielen zugehen, damit sich die frohe Kunde über den Pokepark weiter verbreiten und neue Pokémon vorbeikommen. Jetzt sind wir zwei Freunde. Ich werde beim Schüttelsprint mein Bestes geben. Nimm diese Bären als Zeichen meiner Freundschaft. Cellast ist jetzt dein Freund. Oh yeah. Pachirisu ist eingetroffen. Oh, ich spreche es noch nicht richtig aus. Sorry, falls nicht. Und Mobai ist da und will spielen. Genau, und wir suchen jetzt nochmal... Achso. Nee, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz. Das möchte ich euch jetzt nämlich zeigen. Meine Freunde, hier ist nämlich Cellast. Er vergnügt sich oft in der Grünzone. Um ihn Livi zu retten, hat er sich bereit erklärt, am Schüttelsprint mit Bisasam teilzunehmen. Und er ist jetzt rot und ich glaube...
wenn wir jetzt nochmal... Hinter der Grünzone liegt der Treffpunkt, der einige Zonen zu Fuckelparks miteinander verbindet. Tja, aber aufgrund eines Gesetzes von Bisaflor, nachdem niemand die Grünzone verlassen darf, wurde das Tor dahin geschlossen. Aus diesem Grund können wir uns gerade auch nirgendwo anders als hier die Zeit vertreiben. Willst du mit mir Fang spielen? Wenn wir jetzt nochmal mit ihm Fang spielen? Auf los geht's los! Ich werde so schnell laufen, wie ich nur kann. Und es nochmal schaffen, müsste er eigentlich unser enger Freund oder bester, wie auch immer das war. Und Chellas, du sollst nicht in mich laufen, damit ich einfach nur sprinten muss. Das war jetzt einfacher als gedacht. Oh, du hast mich erwischt. Das hat Spaß gemacht. Wir spielen ganz sicher mal wieder. So, und jetzt dürfte er... Genau, und jetzt ist er unser besserer Freund. Enger Freund, ich weiß nicht mal, wie es hieß. Sofort vergessen. Das erklärt er nochmal. Genau, deswegen werde ich gleich, sobald ich Pokémon sammle, sie gleich nochmal machen. Aber nein, zweimal reicht. Ach, du hast keine Lust. In Ordnung, dann machst du gut. Genau, jetzt machen wir aber erstmal ein bisschen Story. Und das Sammeln von anderen Pokémon machen wir halt dann später. Gengarbor sagte, wenn Chellast es schafft, eine Bonusleistung zu erzielen, werde er dich auch die Brücke überqueren lassen, richtig? Na gut, dann muss ich Chellast eben mal etwas ins Zeug legen. Neben der Mindestleistung, die erzielt werden muss, um ein Spiel zu meistern, gibt es in Form der Bonusleistung noch eine zweite Gewinnstufe. Die Bonusleistung liegt für jedes Pokémon bei einem anderen Wert. Solange sich ein Pokémon als etwas ins Zeug legt, sollte es auch ganz unabhängig von seinem Können seine ganz persönliche Bonusleistung erzielen können. Wenn dies gelingt, wird zur Belohnung außerdem eine größere Menge an Bären verliehen. Ich habe etwas nachgedacht. Vielleicht erlaubt dieser Flor den Pokémon der Grünzone ja wieder an den Spielen teilzunehmen, wenn er nur einmal ihre fröhlichen Gesichter sieht, während sie sich bei seinem Spiel vergnügen. Gut möglich. Neben dir, Pikachu, können auch einige der Pokémon an den Spielen teilnehmen, in denen du dich im Pokébug angefreundet hast. Schaffst du es, in ihre jeweiligen Bonusleistung zu knacken, erhältst du zur Belohnung Bären. Willst du Schüttelsprint spielen? Oh ja, möchte ich. Sehr schön, so gefällst du mir. Gar kein Problem, Bisasam. Und wir kennen das Spiel. Wir könnten auch mit Bisasam machen, aber dann überlege ich mir mal, ob ich das dann mache. Ohne Aufnahme, weil das ist halt wirklich blöd, dass ihr dann dieses Wackeln hört, weil mein Headset dann sich halt auch bewegt, weil ich mich bewegen muss. Beim Schütteln. Ja, das ist so. Okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, was die Bonusleistung war. Aber wir haben sie geschafft. 10,50. Es ist nicht schwer, zumindest nicht in den ersten Spielen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die letzten waren. Muss ich ehrlich sagen. Aber ja. Ich hoffe, dass ich dran denke. Und das werde ich auch, weil ich jetzt auf jeden Fall dran denke. Werde ich natürlich das Ganze dann jetzt in der Stelle halt mal rausschneiden, dieses Geschüttel, und dann mal wahrscheinlich so einen Part oder irgendwie immer mal so aufnehmen, und dann heißt der Part dann eben nachholen dieses Spiel und so, und dann nehme ich eben nur diese Teile auf. Jetzt, wo Chellas die Bonusleistung erzielt hat, sollte Gengarbor auch die Brücke wieder freigeben. Schnell, mach dich auf den Weg zu Endivir. Okay. Wir können uns natürlich noch hier umschauen, das machen wir jetzt auch mal. Ein bisschen. Denn was ich jetzt alles mitnehme, muss ich später nicht noch machen. Deswegen, ja. Und hier ist ein Habitag. Hallo Habitag. Hey, dieser Flo, der Zonenmeister der Grünzone, hat mich dazu abgestellt, in seinem Namen diese Turnübung zu besichtigen. Okay, cool. Wir dürfen die noch... Achso, wir dürfen ja nicht. Wir dürfen ja an nichts teilnehmen. Wir müssen erst voranschreiten. Okay. Dann jetzt noch nicht. Hoppala, zum Glück kann man hier nicht runtersprinten. Also, muss ich mich auch erstmal wieder an die ganze Steuerung gewöhnen. Deswegen, ja. So eine Kiste. Da sind Bären drin. Meine Bären. Hab ich gefunden. Und hier ist noch ein... eine Evoli-Entwicklung. Ich habe gerade den Namen von... Der werden daran vergessen. Fulipurba, genau. Fulipurba. Wie wär's mit einem Wettstreit? Komm einfach nochmal zu mir, wenn du 20 Freunde gefunden hast.
Genau, und das kommt dann auch noch dazu, wir müssen also sowieso viele, viele Freunde sammeln. Kamen hier nicht zwei neue Pokémon hinzu? Pachirisu und Mobai oder so? Da will ich mal ganz kurz schauen, ob ich die beiden hier finde oder erst später. Kann auch sein, dass man die erst später im Pokepark findet. Das ist eine gute möglich. Da ist Ibiza. Weil wahrscheinlich müssen wir auch erstmal voranschreiten, noch ein Stückchen. Aber irgendwo habe ich doch noch. Irgendwas habe ich hier doch noch gesehen gehabt. Deswegen rushen wir einfach mal kurz so. Da ist Pachirisu. Und Mobai habe ich schon gehört. Aber schauen wir mal. Sag mal, ist dir der Lianenhop eigentlich ein Begriff? Mein jüngerer Bruder und ich lieben dieses Spiel über alles. Aber im Moment darf leider niemand daran teilnehmen. Hey, wollen wir eine Runde Fang spielen? Natürlich! Klasse, dann mal los, versuchen wir es. So, schauen wir mal, was wir dich bekommen. Aber es sieht gut aus. Haben wir dich bekommen, haha. Ich hab verloren, aber Spaß hat's trotzdem gemacht. Komm, lass uns Freunde werden. Wenn du meine Hilfe brauchst, bin ich jederzeit für dich da. Yay, Pachirisu ist nun mein Freund. So, jetzt mach mal... Ups, Pachirisu, das war so geplant. Sag mal, ist dir die... Ach so, ja. Ja. Kennen wir schon. Wollen wir noch eine Fangspiel? Ja, und wie gesagt, ich möchte halt alle eigentlich gleich auf gut machen. Ich weiß, dass es später ein paar Pokémon gibt, die ja nicht machbar sind, wenn man nicht weiter voranschreitet. Also keine Sorge, ich werde auch nicht Parts lang nur das machen. Keine Sorge. Ich werde darauf schon achten, dass ich immer mal wieder Story weiterführe und vielleicht am Schluss dann eher den ganzen Rest kollege. Ach Menno, ich habe verloren. Das war viel zu schnell vorbei. So, damit bist du jetzt unser Freund. Genau. So, ja. Dass man das nicht abbrechen kann, nur weil man... Wollen wir Fang spielen? Nee, gerade eigentlich nicht. Ach Mann, ich hätte so gern mit dir gespielt. So, aber Mobai holen wir uns auch noch. Das war hier gerade. Mobai, möchtest du auch Fang spielen? Mobai! Hast du in letzter Zeit ab und zu mal geflunkert oder gemogelt? Also ich habe ja mein ganzes Leben noch nie gelogen. Und im Moment habe ich auch null Lust, mit dir Verstecken zu spielen. Aber, du aber schon, oder? Beim Verstecken gilt es, das Pokémon, mit dem du gerade einen Wettstreit veranstaltest, innerhalb einer vorgegebenen Zeit zu finden. Drücke B, um dich in die Richtung zu drehen, in die du schaust, und um den Überblick über das gesamte Spielfeld zu gewinnen. Beim Verstecken spielen? Yo, ich hoffe, dass das gut geht. Gut, dann geht's auch schon los. Ich werde mich auf keinen Fall an einem Felsen verstecken. Das verrät doch schon alles. Und ich glaube, ich weiß auch schon, zu welchem Felsen ich... gehe. Okay. Also versteckt sich auf keinen Fall bei einem Felsen. Und da versteckt er sich doch. Hallo Mobai. Ach, man hört ihn sogar, wenn man hinhört. Bravo! Haben wir ihn gefunden. Unglaublich! Du besitzt die Gabe, Wahrheit von Lüge zu trennen. Lass uns Freunde werden. Das meine ich ganz ehrlich. Der alte Mogelbaum ist angeblich auch hier, um mit dir zum Verstecken zu spielen. Das ist mein Ernst. Mobai ist jetzt dein Freund. Yay. Und da ist Mogelbaum eingetroffen. So, den werde ich jetzt aber nicht gleich noch suchen. Mobai, wo bist du hingelatscht? Mobai? Hallo, Mobai. Ach, wir sind schon. Okay, cool. Ja, er hat noch nie gelogen und... Alles wollen wir verstecken spielen? Nee. Gut, dann kann es sein, dass man... Gut, ich habe nämlich auch keine Lust, mit dir Verstecken zu spielen. Nein, das war auch nur gelogen. Lass uns ein andermal spielen. Ach ja, gut. Dann machen wir natürlich noch ein Stückchen weiter jetzt. Aber ich werde es, wie bei vielen anderen Spielen, jetzt in der Zwischenzeit machen. Ich nehme einfach auf, solange wie ich Lust habe. Und ja, werde es dann so schneiden, dass es passt schon irgendwie. Er hat die Bonusleistung geknackt. Reden wir von demselben Pokémon? Wie hat er denn das geschafft? Nein, vergiss es einfach. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Das juckt mich nicht im geringsten. Ob ich in Wahrheit selbst gerne Schüttelsprung spiele und mit euch daran teilnehmen wollte, um auch meine Bonusleistung zu knacken? Ach was, wo denkst du hin? Los, ich lass dich durch. Man sieht sich.
Okay, Gigabar. Und hier haben wir etwas. Das, da hängt ein Bild von einer Beere. Okay, danke für die Information. Ich weiß natürlich, was es ist, aber ja, ich verrate es auch noch nicht, weil da hängt ja nur ein Bild von einer Beere. So, hier ist so ein kleiner Teil. Und jetzt dürfen wir uns wahrscheinlich wieder freudigen mit diesem Lenky. Du scheinst ein echtes Talent, was Laufen zu besetzen. Aber wär's mit einem Kampf nur zwischen dir und mir? Wenn du gewinnst, lasse ich dich hier durch. Was gibt's da noch groß zu überlegen? Los geht's! Kämpfe sind eine Form des Wettstreits, bei der sich zwei Pokémon unter Einsatz ihres jeweiligen Attacken raufen. Gewonnen hat derjenige, der innerhalb der vorgegebenen Zeit die Energie des Gegners auf Null absenkt. Ist dein Energievorrat erschöpft, hast du verloren. Schwäche dann deinen Gegner, indem du ihn aus dem Sprint heraus anremmest oder mit einem Donnerblitz behagst. An den Bildschirmanzeigen kannst du ablesen, wie viel Energie dir bzw. deinem Gegner noch bleiben. Achte darauf, dass du gegnerische Angriffe stets ausweichst, um deinen Energievorrat zu schonen. Okay. Schauen wir mal. Okay, also... Ach komm, wenn er blinkt, kann man ihn nicht nochmal angreifen. Aber gut, wir haben viel mehr Schaden gedrückt als er uns. Das ist schon okay. Was? Ich soll verloren haben? Na gut, ich stehe zu meinem Wort. Du darfst passieren. Wenn du zu dieser Floor willst, dann halte ich hinter der Brücke links und lass dir von Glibunkel das Tor öffnen. Dann bis bald. Ich werde weiter an meinem Kampfstil arbeiten, damit ich dich das nächste Mal auch ganz sicher besiege. Ja, du hast richtig gehört. Ich will unbedingt eine Revanche. Und dann gehst du jetzt zu unserem Freund. Da. Und Panflam ist hier, um zu trainieren. Okay. Da haben wir jetzt wieder viele, viele neue Pokémon. Ja. Na? Wir schauen uns einfach mal ein Stückchen um. Was hier hinten so ist, sieht nach einem Geheimnis für mich aus. Und ich liebe ja Geheimnisse. Aber eigentlich ist es auch kein Geheimnis, weil... Boah, wir sind ja hier, ne? Die Kamador kann hier leider nicht helfen. Tut mir leid. Da ist doch was. Ah, Bären. Oh, Knilz ist eingetroffen. In der Kiste. Wurde er mitgeliefert oder was? Und jetzt ist er weg. Dank nicht mal. Nicht mal danke. Na gut, gehen wir weiter. Wir laufen einfach weiter. Da ist gleich Knilz. Sollen wir es gleich mitnehmen? Eigentlich bin ich ja eher der Typ für muffige, klamme Orte. In der Höhlenzone muss es toll sein. Dort gelangt angeblich nicht ein einziger Strahl Tageslicht hin. Übrigens, ich habe aus meiner Kiste heraus einen Trick für dieses am Spiel mitbekommen. Man muss beim Startschuss anfangen zu sprinten. Was? Du möchtest mit mir Fangen spielen? Ja. Gut, dann kann es ja losgehen. Los, fang mich. So, jetzt sind sie erstmal weglaufen. Komm her. Was war das? Irgendwo bin ich gerade gegengelaufen. Naja. Ah, okay. Ich hab's gemerkt, ich hab's gesehen. Dann halt von der Seite. Wenn du da manchmal hier so Stachelsporen oder was? Paralyse, ja, Stachelsporen. Würde ich behaupten, setzt. Du hast mich erwischt. Du bist einfach eine Wucht. Komm, lass uns Freunde sein. Knilz ist jetzt dein Freund. Oh yeah. Gut. Hey, Knilz. Ja? Eigentlich bin ich der klamme muffige Ort-Typi. Und übrigens, ich küsste bis zum Abend, du musst einfach sprinten. Und möchtest du nochmal mit mir Fang spielen? Yo, ich möchte dein besserer Freund werden. So, du fängst mich eh nicht. Ach was, ich krieg dich. So. Einfach von der Seite und dann ran. So, geht doch. Hallo Knilz in meiner Freundesliste. So. Ich hab verloren, lass uns mal wieder miteinander spielen. Oh, er nimmt es ganz voller Freude an. Und das ist Menki. Ich muss mal kurz schauen, ob Menki schon unser cooler Freund ist. Eigentlich könnte ich das auch in der Freundesliste machen. Nee, ist er nicht. Dann kämpfen wir nochmal gegen Menki. Hey Menki, willst du mal kämpfen? Solange ich nur kämpfen kann, ist es mir egal, ob ich an irgendeinem Spiel teilnehmen darf oder nicht.
So steht zumindest ich zu diesem ganzen Sache. Und jetzt werden wir beide ein bisschen herumrandalieren. Also los, kämpfen wir. Mach mal, mach mal. So, ich bin jetzt um einiges besser. Kämpfe ja nicht aus den Latschen, wenn es ans Randalieren geht. Oh, er hat ein Leben mehr. Hab dich. So, fernhalten, bis er wieder angreift ist. Und dann... Ah, gut, da hat er jetzt auch... So, das war unsere Fernkampfattacke. Warum nicht, ne? Pikachu freut sich. Gah, das habe ich vergeigt. Du bist ganz schön stark geworden. Schließt du auch schön fleißig neue Freundschaften? Erweitere deinen Freundeskreis, dann gibt's Randale in der Sandale. Okay. Danke, Mankey. Du hast ein Schild. Das habe ich jetzt gar nicht auf den ersten Blick gesehen. Was sagt denn das Schild? Hier entlang zum Lernen hockt mit Pisa Flor. Spiel auf eigene Gefahr. Okay. Das heißt, gerade dürfen wir wahrscheinlich noch nicht. Hallo, Griffels. Na. Was sagst du mir? Nix da, nix da, nix da. Du hast doch bestimmt vor, die Grünzone zu verlassen, oder? Nein, das steht völlig außer Frage. Das widerspreche dieser Floss Regeln. Nun komm schon. Die Tore außerhalb dieser Zone sind ohnehin und obendrein alle geschlossen. Ich tue dir sogar einen Gefallen, indem ich dich hier festhalte. Ja, sonst müsste ich da hochlaufen, merken, die Türe sind zu und wieder zurückrennen. Das wäre scheiße. Da hast du recht. Danke dir, Habitak. Dann schauen wir doch mal, was Gliebunkel will. Hallo Gliebunkel. What's up, Bro? Gliebunkel? Was ist? Ich soll dich zu dieser Flur nicht lassen, sagst du? Niemals! Gesetz ist Gesetz. Dieses Tor muss durchgehend geschlossen bleiben. Das gilt ganz besonders für zwielichtige Gestalten wie dich. Es sei denn, ich habe gerade wieder das Platz im Magen. Bring mir 200 Bären und ich öffne das Tor für dich. Oh, du hast 200 Bären dabei? Dann greife ich mal ganz ungeniert zu. Was sagst du da? Du bist ein Freund von der Divie, die vorhin entführt wurde? Dann bist du also entgekommen, um deine Freundin zu befreien. Oh, was für eine selbstlose Tat. Na gut, Kommando zurück. Hier hast du 170 deiner Bären. Das überrascht dich jetzt, oder? Ach was, bedank dich noch nicht. Hätte ich 200 Bären gegessen, hätten sie mir nur schwer im Magen gelegen. So, jetzt öffne ich das Tor für dich. Mann, ist der nett. Gliebunkel. Bis später. Sag's keinem weiter, aber ich stehe voll hinter dir. Oh, und als Dank für all die Bären verrate ich dir einen kleinen Trick, der dir im Kampf helfen könnte. Wenn du deinem Gegner direkt gegenüberstehst, kannst du seinen Angriff blitzschnell nach links oder rechts ausweichen. Na gut, wusstest du das schon? Ich bekomme ein bisschen nach links oder rechts, indem du zweimal in Folge auf die linke oder rechts drückst. Ja, weiß ich. Ich benutze es nur nicht. Und danke, Gliebunkel. Wir gehen mal zu Pisa Flor. Durch das Tor gehen? Ja. Obwohl wir eigentlich schon durchs Tor gegangen sind und nur durch diesen Tunnel nicht. Aber hey. Ich will ja hier keine Goldwaage rausholen. Nur Silber reicht vollkommen. Und hier ist Pisa Flor. Yo, mein Alter. Pikachu, du bist wirklich gekommen. Was willst du von mir? Wie? Ich soll die wir freilassen? Dann bist du also hier, um deine Freundin zu retten? Nun höre mir mal gut zu. Ihr wart diejenigen, die zuerst gegen die Regeln verstoßen haben. Wenn ich jetzt kein Exempel statuiere, nehmen sich die anderen noch ein Beispiel an euch und verbreiten ihr Chaos. Wenn du Endivia unbedingt zurückhaben willst, musst du zuerst den Wettstreit gegen die Aufseher dieser Zone, Gliebunkel und Habitak gewinnen. Dann reden wir weiter. Okay, also wieder zurück. Willst du zurück in die Grünzone? Ja, das möchte ich. Hab ich doch gesagt, ja, ich möchte zurück. Also wirklich. Hier, Gliebunkel. Ich glaube, wir dürfen mit uns wettstreiten. Wie? Dieser Blur möchte, dass du gegen mich zum Kampf antrittst? Dann habe ich wohl keine Wahl. Oh, dieser Schurke, dieser Spalter. Mann, bin ich verwegen. Willst du mit mir kämpfen? Ja, probieren wir es doch mal. Alles klar, lass es krachen. Ring frei. Ich bin Gliebunkel. Ich weiß zwar nicht mal, ob ich die Stimme so hatte, aber ja. So. Jo, Gliebunkel. Hey, Gliebunkel! Oh nein! Oh, das tut weh!
Oh mein Gott, ich bin so geil. Ich bin ein richtiger Schurke, Mensch. Oh, das, wo ich dir doch die Bären zurück oder sogar noch einen Tipp gegeben hatte, dass ein bisschen Rücksicht oder wirklich nicht zu viel, doch wirklich nicht zu viel verlangt. Was? Das war eben nur die Hälfte deiner Warnstärke? Dann kommt vielleicht sogar jenes Pokémon zurück, das nach einem starken Gegner für sich sucht. Glibunkel ist jetzt dein Freund. Nice, danke Glibunkel. Sichlo ist wettstreitbereit. Okay. Hey Glibunkel. Glibunkel? Du bist ziemlich stark. Du kommst nicht zufällig aus der Magmazone. Nein, das dachte ich mir schon. Dass du mich besiegt hast, muss reines Glück gewesen sein. Willst du mit mir kämpfen? Natürlich, ich will dich als Warnfreund gewinnen. Hä, hey, los, greif mich an, ring frei. Okay. Das machen wir. Hey, Glibunkel, Glibunkel, bam. So. Ah ja, stimmt, das ist diese Ausweichenfähigkeit. So. Was wir auch mal machen können. Oh, okay. Lassen wir es ihm einfach gleich. Und stoßen einfach um. Yay, bravo für uns. Glibunkel. Sei doch nicht so grob. Ich habe dir doch auch die Bären zurückgegeben. Was sagst du da? Du hast dich gerade schon extra für mich zurückgenommen. Oh, ist das lieb von dir. Okay, ich mache mal ein kurzes Päuschen an dieser Stelle. Speicher. Ja, bitte. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao.